Ja, Leute, servus zusammen, schön, dass ihr hier seid. Heute, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Unboxing nochmal neu zu machen von der Fanpost von Grabken, weil ja, das Video war nicht so geil und die Tonqualität war eh scheiße und jetzt habe ich ja immer ein neues Mikro. Ja, dann nutzen wir das gleich aus und machen es einfach neu. Also Unboxing ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, ein Showcase besser gesagt, weil Unboxing ja... Na, ich mache die Kiste ja nicht mehr auf, habe ich ja schon. So, also Punkt Nummer 1, den wir haben, ist, ihr Süßen, der Doktorkittel des Grabken. Den kennt ihr schon, einfach so ein Medizinerkittel. Den hatte ich immer am Doktor Day bisher an, zweimal schon, also, boah, schon zwei Wochen her. Eine Woche, über eine Woche auf jeden Fall. Also der ist auf jeden Fall richtig cool. Über den habe ich mich richtig gefreut, denn jetzt habe ich mal ein bisschen was, damit es im Stream auch ganz cool aussieht. Übrigens, neue Mütze habe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob mir das steht oder nicht. Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt aber auch egal. Weiter geht's. Er hat ja noch deutlich mehr geschickt. Einen Ventilator, und zwar von Honeywell. Hat er mir geschickt, weil ich ja immer darüber geklagt hatte, dass es so brühend heiß in meinem Studio ist. Und jetzt hat er mir tatsächlich so einen riesen extra leisen Ventilator geschickt. Also richtig cool. Den baue ich dann wieder auf, wenn es jetzt mal wieder richtig heiß wird. Jetzt die letzten Tage war es ja relativ kalt. Da habe ich es nicht gebraucht. Aber auf jeden Fall auch eine super, super coole Sache. Vielen Dank dafür. Dann natürlich, was mich auch mega gefreut hat, Leute, war diese Tasse, ne? Best of Arma. Ja, das ist es im Endeffekt erste Thumbnail, das ich jemals bei einem Arma Best of gemacht hatte. Und das hat er einfach ausgeschnitten quasi und hier auf die Tasse gepackt und dann noch so eine Riesentasse auch. Also die ist echt groß. Und ja, freue ich mich auch mega drüber. Vielen lieben Dank. Und das war es natürlich noch nicht. Noch mit dabei gewesen war ein neues Mauspad auf der Rückseite mit Noppen und so. Und Vorderseite schön glatt. Ist jetzt nicht so groß. Ich meine, es ist größer als das Michel-Mauspad aus dem Merch-Store. Keine Frage. Aber ich habe ja für den ganzen Schreibtisch quasi mir ein Mauspad gekauft. Also so ein Ultra-Large-Ding, ne? Und jetzt mal gucken, wie es ist, weil ich manchmal so ein bisschen mit dem Mauspad drüben Probleme habe, mit diesem riesigen, das fast über den ganzen Schreibtisch geht. Ich probiere es mal aus. Ich meine, ich bin ja kein CSGO-Spieler oder so, oder zumindest nicht im Stream. Dann sollte das auf jeden Fall gut funktionieren, auch von der Größe her. Also mega cool, Dankeschön. Und ja, das war's im Großen und Ganzen schon. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe nicht. Ansonsten vielen, vielen lieben Dank schon mal Grabken für das neue Paket. Wirklich ganz, ganz großen Daumen nach oben für dich heute, liebe Leute. Haut mal die Daumen für Grabken rein, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen und er sich sicher auch. Dankeschön für die Fanpost. Bin ich mega glücklich drüber, immer wenn was kommt. Wer auch Fanpost schicken möchte, schreibt einfach mal meiner Twitch-Moderation. Die geben euch dann die Adresse, wo ihr es hinschicken könnt. Falls ihr auch mal was vorbeischicken wollt, gibt natürlich zu allem immer ein Video. Und ich freue mich drüber. Unglaublich, wirklich. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ansonsten weiß ich jetzt nicht mehr. Nö, eigentlich nicht. Dankeschön an Grabken. Vielen, vielen lieben Dank. Ganz, ganz coole Sache. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Tasse ist ja schon lange in Benutzung. Und der Kittel, den hatten wir jetzt schon zweimal beim Dr. Day an. Und ja. Dankeschön, ne? Und sorry für die Videoverspätung, aber ich wollte es halt vernünftig machen, ne? Letzte Aufnahme, leider die Tonspur komplett abgekackt wegen dem Billigmikro. Jetzt habe ich das Rode oben drauf. Ich schreibe euch auch in die Videobeschreibung, welches Rode das jetzt ist, damit ihr auch Bescheid wisst. Und hoffe, jetzt klappt das besser mit den Vlogs. In diesem Sinne, Dankeschön, ihr Lieben, fürs Zugucken. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, heute für Grabken natürlich. Und schreibt mal in die Kommentare, ob mir Cappy steht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin sehr zwiegespalten. Ich sehe mich ja hier. Ja. Schreibt's mal in die Kommentare. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.